Guten Morgen, Leute, einen wunderschönen Morgen. Es ist noch viel zu früh, 5.39 Uhr und gefrühstückt und dann geht's ab zum Marathon nach Salzburg, die Startnummer holen heute. Ich nehme euch natürlich mit, fahren mit dem Eurocity von Bozen nach Salzburg mit dem Zug und dort wartet Anita. Gut, und zack, sind wir in Salzburg. Startnummern, Abholung. Nita hat mich abgeholt. Alles wunderbar gegangen. Und ein bisschen Stravanzen und holen wir uns da die Startnummer. Okay. Sind da runter. Zur Not kannst du noch neue Laufschuhe kaufen. So Leute, also Startnummer 660 und alles ist bereit. Ich habe noch ein paar Gels mir geholt, ein paar Riegel und ich denke, dann werden wir morgen schon über die Runden kommen oder am Sonntag über die Runden kommen. Heute ist ja noch. Es ist einfach doch Freitag. Freitag. Ja, also zwei Tage vor dem Marathon wird weiterhin Carbo-Loading gemacht. Bei uns geht es jetzt weiter nach Bad Schallerbach zu Anita nach Hause und dort wird noch richtig gegessen. So, jetzt sind wir da Bad Schallerbach und gehen jetzt auf einen Heirigen, so einen Buschenschank. Da werden wir mal richtig deftig reinhauen. Ich weiß nicht, perfekt als Marathon vorbereiten, aber shit happens. Es ist wunderschön hier. Ein bisschen über die Hügel da von. Von? Wo sind wir da? Schon Bad Schallerbach, oder? Nein, es ist schon fast Grieskirchen. Von Grieskirchen, da gibt es Hierberg. Hierberg, Grieskirchener Bier ist da zu Hause, oder? Ja. Da gehen wir jetzt eins trinken. Da gehen wir ein. Ja. Gut, nachher. Also, nachher gehen wir mal Carboloading, ein bisschen anders das mal. Das ist ein Fleischbrot mit Erdäpfelkäse drunter drinnen. Das ist sehr kohlenhydratarm und das ist dreierlei Käse. Das ist optimal als Pre-Workout. Als Pre-Workout ist das optimal, das regt die Verdauung an vor dem Laufen an und da gibt es sicher keine Lüftchen. Hinter mir, die Läufer sind eh am Arsch. So Leute, Samstag, einen Tag vor dem Marathon. Gerade in Salzburg angekommen, in unserem Zimmer mit Marilyn Monroe. Nettes kleines Zimmer, gut gelegen in der Nähe des Starts und jetzt werden wir noch ein bisschen Salzburg entdecken. Also die Salzach. So Leute, also jetzt sind wir hier im Mirabellgarten. Hier ist Schloss Mirabell zu sehen und im Hintergrund weit entfernt ist die hohe Festung von Salzburg. Wunderschönes Plätzchen, muss ich sagen, und hier ist der Rosengarten. So, Salzburg ist ja die Partnerstadt von Meran und Kaiser Franz Josef und die Sissi, die wussten halt schon früher, was schön ist. Ja.
Also sind wir auf der Salzach jetzt, der Fußgängerbrücke, und das sind alles Liebesbärchen, Schlösser. So viel Liebe. Da drüben ist jetzt die Staatsbrücke, da ist der Stadtmauer. Aha, okay. Und auf der anderen Seite von diesem, was da drüben ist, die Staatsbrücke. Hier haben wir einen Start von der, vom Marathon morgen. Da drüben ist die Altstadt. Und hier ist die Altstadt dort drüben. Jetzt sind wir hier auf der Brücke, Fußgängerzone. Hier haben wir das Hotel Sacher, wo die Sachertorte herkommt. Hotel Sacher Salzburg, Staatsbrücke auf der anderen Seite. Das ist das. Altstadt und oben die Hohe Festung nochmal. So, jetzt sind wir in der Getreidegasse. Das hier hinten ist das Geburtshaus von Mozart. Und hier natürlich gibt es die Shops aus der ganzen Welt. Und hier kannst du gut essen und auch shoppen natürlich. So, da sind wir jetzt am Domplatz von Salzburg. Das ist schon ein bisschen beeindruckend. Okay. Also Leute, das ist der Residenzbrunnen. Gewaltig. Also jetzt sind wir beim richtigen Domplatz. Das ist die Kapitelschwemme. Vor dem Wettkampf soll man ja nicht Routinen ändern, also hat es noch einen Veneziano gegeben. Oder zwei, nein, ein Veneziano war es. Und jetzt geht es für uns ab ins Hotel. Ein bisschen entspannen, ein bisschen Beine hochlagern. Okay. So, also Pre-Workout vor dem Marathon. Wir sind hier im Restaurant, das heißt Magazin. Wir haben jetzt alles Mögliche bestellt. Sieht mega Hammer aus. Das werden wir absolut zerstören. Spezielle Pasta Party nenne ich das mal. Guten Morgen. Also, Tag des Marathons. Wetter in Salzburg zeige ich euch kurz. Alles ist bereit. Jetzt muss nur noch der Athlet bereit werden. Auf zum Café. Morgen Leute, also Richtung Start unterwegs. Gefrühstückt. Toilettengang auch schon. Dreimal absolviert. Also der Tank müsste leer sein, hoffentlich, meine größte Sorge. Und alles ist bereit.
So Leute, für mich geht es jetzt in den Startblock. Ich bin beim 3 Stunden 30, 4 Stunden Startblock. Alles, was besser wird sein wie 3 Stunden 30, bin ich zufrieden. Darüber auch in Ordnung. Hauptsache heil ankommen. Und es soll halt Spaß machen und ich hoffe, ich scheiß mich nicht an. Ganz richtig. Blauen Startbereich einfügen, das ist ganz hinten. So. Auf den Weg, der Johannes Schenk. Noch nicht zu hoch. Pacemaker für 4 Stunden. So, Manuels nächste Etappe ist jetzt die Lehenbrücke. Ich bin das Stück abgekürzt auch hierher gelaufen und warte jetzt hier auf ihn. Ich denke, in einer Viertelstunde wird die erste Gruppe auftauchen. So, jetzt wird es jeden Moment losgehen. Die erste Gruppe wird erwartet. Die Absperrungen sind jetzt alle vorbereitet. Laufen dann über die Lehenbrücke, Elisabethkai runter. Und dann Richtung Mirabellplatz, weiter wieder zur Staatsbrücke und dort beginnt die zweite Runde. So, die ersten Läufer seien jetzt schon da. Mit einem großen Abstand, also ich denke, das Feld hat sich ziemlich aufgeteilt. Mal schauen, ob man den Manuel jetzt da unter den vielen Läufern, ich glaube, es sind an die 8000 gestartet, herausfinden. Jetzt brauche ich nur einen kurzen Moment, um zu applaudieren und dann melde ich mich wieder, wenn ich Manuel finde. Ja, mittlerweile werden es immer mehr. Es ist hier auf dem Posten, wo ich stehe, noch nicht mal die Hälfte vom ganzen Marathon. Es wird schon sehr, sehr schwer gekämpft. Die ersten mussten mit der Ambulanz schon abgeholt werden. Also ich hoffe, Manuel kommt fit um die Kurve und kann weiterkämpfen. So, der erste Streckenposten mit 3 Stunden ist jetzt bei mir vorbei. Manuel läuft in der Gruppe 3 Stunden 30. Das heißt, es wird tatsächlich nur ein bisschen dauern. Ich habe die früher vermutet, aber bin auch ein bisschen ungeduldig, dass es ihm gut geht. Das ist jetzt das Feld 3 Stunden 15. Mal schauen, ob er da dabei ist. Es ist ja noch sehr viel Zeit übrig. Wir haben ja immer noch eine ganze Runde zu laufen. Wir sind da ungefähr bei 20 Kilometer. Also wir haben schon eine ordentliche Strecke hinter sich gebracht. Na, die Vorfreude steigt. Und jetzt ist er da. Seht ihr ihn? Manuel! So, hier wäre jetzt die Halbzeit, allerdings war der Manuel schneller als ich. Ich habe es von A nach B nicht so schnell geschafft wie er, aber das ist ein gutes Zeichen. Das heißt, er ist schon über der Halbzeit, weit über der Halbzeit. Und dann gehe ich jetzt zum Ziel und warte dort auf ihn. Thank you.
ihr mich hört. Es ist natürlich noch lange hin, bis der Manuel kommt, aber ich konnte mir einen Platz ergattern, dass ich ihn dann auch sicher sehe, wenn er ins Ziel läuft. Und ein bisschen Zeit haben wir noch und wünschen wir ihm Glück. Die Tochter ist auch zufrieden. Die Tochter ist, denke ich, zufrieden. Ja, da steht sie auch. Ein Siegerbier. Gratuliere. Danke, bitte. Gut, Leute. Also, nochmal Fazit. Jetzt habe ich mich ein bisschen erholt. Die Beine sind komplett, mein Sprunggelenk hat recht gut gehalten, bis Kilometer 28 ging es sehr, sehr gut und danach wurde es einfach, ich denke, die Distanzen haben mir gefehlt, aber trotzdem habe ich es durchgezogen, bin froh, dass ich es gemacht habe, werde ich so schnell wiederholen, ich denke nicht, aber ich bin sehr, sehr stolz auf das, was ich geschafft habe und dankbar für alle Unterstützung und dass Anita mich auch so unterstützt hat. Und jetzt gehen wir noch klein umziehen, was essen, was richtiges essen. Und dann gibt es noch den Aperol Spritz. Dann habe ich richtig Lust und dann ab nach Hause wieder nach Südtirol. Jetzt gibt es noch Katzenwäsche. Das nennt man Duschen. Oldschool Duschen. Leute, Salzburg-Abenteuer ist beendet. Und jetzt geht's ab nach Hause. Ich beende dieses Video. Danke vielmals fürs Zuschauen. Schauen wir, was wir als nächstes, welche Untaten schaffen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Bis bald.